Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir wissen ja, dass unsere Bürgerinnen und Bürger es besser finden, das Altglas im Hof zu sammeln, wo es abgeholt wird, als es einzeln zum Container tragen zu müssen. Und deshalb ist es ja auch logisch, dass alle Fraktionen, wir auch, dafür sind, das Hohlsystem in allen drei Ostbezirken, denen es abgeschafft wurde, auch wieder einzuführen. Das heißt nicht, dass man nicht über andere Lösungen auch reden kann oder dass man innovative Lösungen für die Großsiedlung findet, aber wir sind dafür Ideen offen. Aber ein reines Bringsystem geht jedenfalls nicht. Und es war natürlich ärgerlich, dass die dualen Systeme das einseitig festgelegt haben. Trotzdem, weil hier jetzt wieder eine Prinzipienfrage angesprochen wurde von Frau Platter und Herrn Buchholz, ich halte es durchaus für richtig, dass Private dort auch eine Leistung erbringen. Der eigentliche Mechanismus der dualen Systeme ist, dass ein Druck auf diejenigen Firmen erzeugt wird, die Verpackungen nutzen. Und der war extrem erfolgreich, weil der Verpackungsmüll ist dadurch zurückgegangen, dass die Firmen Kosten hatten und das einsparen mussten, weil sie für die Entsorgung jetzt verantwortlich sind. Das würde ich nicht aushebeln wollen. Und dieses Prinzip hat sich bewährt. Und dafür haben eben auch viele private Dienstleister vernünftige Dienstleistungen erbracht. In dem Antrag war es uns wichtig, als Freie Demokraten das Qualitätsthema noch mal festzuhalten. Herr Kössler hat es erwähnt, das war in dem Antrag 2014 schon drin, aber es ist für uns ein wesentlicher Teil, dass bei der Altglassammlung es eben nicht nur darum geht, möglichst viel zu sammeln, sondern auch richtig und möglichst gut zu sammeln. Dass die Koalition das noch aufgenommen hat, dafür danke ich, das war ein gutes Zeichen für die Zusammenarbeit. Es war übrigens auch ermutigend, da bin ich nicht so pessimistisch wie die AfD, es war ermutigend, in der Anhörung zu hören, dass sich doch was zu bewegen scheint jetzt zwischen dem Senat und den dualen Systemen und hoffen wir, dass da noch was Vernünftiges bei rauskommt. Für die Verhandlungen ist aber wichtig, dass heute alle sechs Fraktionen gemeinsam diesen Antrag tragen, das Abgeordnetenhaus sich damit sehr klar positioniert, denn das stärkt natürlich die Verhandlungsposition des Landes Berlin für die Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger. Und ich danke den Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit bei dem Antrag und hoffe, dass es noch mehr solcher Dinge gibt, bei denen wir gemeinsam für die Umwelt was bewegen können. Vielen Dank.